Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge ist hier so einiges passiert oder auch nicht passiert. Manuel ist wirr im Kopf. Immer noch, leider. Ab und zu hat er das. Dann sollte er schlafen, war eigentlich auch hundemüde, ist aber wach geblieben und war wieder wirr im Kopf, aber trotzdem wieder gute Energie. Sein Papa wäre fast verhungert, wenn wir ihm nicht einen Geburtstagskuchen gebracht hätten. Die Mutter wollte öfters mal fernsehen, weil sie Spaß brauchte. Das funktionierte nicht. Das funktionierte erst, als voll auf der Couch lag. Also Chaos hier irgendwie, ne? So, die beiden Erwachsenen machen quasi ein Mittagsschläfchen oder so ein Nachmittagsschläfchen. Früher Abend, würde ich fast sagen. Ja, und keine Ahnung. So, jetzt hast du genug mit dem Schiffchen gespielt. Spiel mal mit dem Ding da. Es ist viel interessanter und viel kuscheliger, glaub's mal. So, da gucken wir mal, wie es denen so geht. Oh Gott, immer noch müde, immer noch müde. Ja gut, solange der Kleine nicht gerade selber vor Hunger stirbt, können die noch ein bisschen liegen bleiben. Huch. Ich habe mir jetzt wirklich überlegt, was ich mit der lieben Elise machen soll. Wie gesagt, wir haben hier Open for Business. Das hat ja seinen Grund, ne? Und irgendwie möchte ich euch davon ja auch was zeigen können. Was hat er denn jetzt wieder? Pfütze? Schokoladeklauen. Da, das ist es. Jetzt habe ich das verstanden. Moment, das muss ich mal gucken, muss ich gucken. Habe ich ja noch nie gehabt. Das ist ja echt der Hammer. Das ist eine Schokoladenpfütze. Weil hier, seht ihr, da ist die ganze Schokolade von den Pralinen drin. Ich nehme mal an, jetzt einfach mal so für mich hingedacht, in diesen Pralinen wird mit Sicherheit Alkohol drin sein. Ist ja meistens so. Und was ich nicht bedacht habe, er hat die ganze Zeit da gehockt und hat irgendwas gemacht. Und ich wusste halt nicht was. Und ich nehme an, er hat die ganze Zeit diese Schoki geknabbert und ist deswegen jetzt die ganze Zeit so komisch wie im Kopf und ja, quasi besoffen. Besoffenes Kleinkind oder wie soll man es nennen, ne? Also, das ist jetzt mal so meine Vermutung. Ob die so stimmt, ist eine ganz andere Sache, aber ja. Gut, wie haben wir es denn hier? Freitag, wir haben Samstag, du kündigst deinen Job. Das ist mir jetzt alles pieps egal. Er muss er nächsten Tag arbeiten, ja. Ach, Schande auch. Okay, dann wecke ich dich jetzt auf. Dann lass die Mama noch ein bisschen schlafen. Dann geh du mal bitte säubern, benutzen und duschen. Und dann kümmerst du dich noch ein bisschen ums Kind. Dann kannst du wieder ins Bett. So, also wie gesagt, das wäre jetzt so meine Spontanerklärung, warum das Kind dauernd wirr im Kopf ist und ich sowas noch nie im Leben gesehen habe. Weil ich glaube, ich hatte noch nie Schokofabrik irgendwo offen rumstehen und dann ein Kleinkind, was da hinkrabbelt und vielleicht den Kram auf isst. Wir müssen mal gucken, ob er das entsorgen kann da, ob er den Mülleimer ausleeren kann oder wie auch immer. Das ist ja lebensgefährlich hier, ja. Da nee, herstellen, Unterricht anbieten. Mhm. Kannst du diese Pfütze da vielleicht mal aufwischen? Ja, das könnte er machen. Okay, vielleicht reicht das schon aus, damit unser armes Kind nicht irgendwie hier, ne, ihr wisst schon, total am Rad dreht. Also das ist ja der Hammer, ey. Hm. Na, macht's noch Spaß? Ja, du bist so spaßig wie nur was hier. Und wir im Kopf schon wieder. Aber irgendwie hängt das immer im Zusammenhang, wenn er was lernt oder macht irgendwie. Keine Ahnung. Du kriegst gleich mal ein ganz normales Fläschchen. Glaub's mal. Also heute gibt es kein Krebsmilch mehr und kein gar nichts. Und der Papa wird sofort diese Pfütze da wegmachen, um hier alle möglichen Gefahren auszuschließen, sag ich dir. Mhm. Gut, geh mal aufs Klo. Kannst du das? Auch wenn dein Papa gerade duscht oder funktioniert es dann deshalb nicht? Okay. Dann müssen wir kurz warten. Ja, dann setz dich schon mal wart ab hier hin. Papa, komm mal hier hin. So, und Kind auf Töpfchen. Genau. So. Ja, Kind, hallo, du auf Töpfchen. Genau, so wollte ich das. So, und während du auf dem Töpfchen bist, schicken wir mal den Papa runter, bevor ich es wieder vergesse, weil dann andere Dinge wichtiger sind. Mach
das weg. Wisch das bitte sofort auf. So geht's nicht. Also das ist ja der Hammer, ey. Dass mir die Idee aber noch nicht kam. Na gut, ich habe es jetzt letzte Folge erst gesehen, dass er dauernd da gesessen hat, aber da habe ich das noch für Wasser gehalten, habe gedacht, da hat sich einer in die Hose gemacht oder keine Ahnung was, ja. Okay. Das scheint eine längere Wischaktion zu werden. Heilige Schande. Okay, wisch du mal schön. Okay, und dann schnappst du dir deinen Sohn. Ja, trag den mal nach unten. Ich hoffe, jetzt ist er gesichert. Ja, und dann setzt du den mal da ab. Manuel hier absetzen. Ach Gott, nee, ehrlich. Und dann holst du eine Flasche für ihn. So, Manuel, ich beobachte dich ganz genau. Wehe, wenn du da jetzt wieder irgendwo hinkrabbelst, wo du nichts zu suchen hast. Was will er denn? Ja, gefragt werden. Ja, erstmal kriegst du was zu futtern, Kind. Ja, Fläschchen, genau. Du hast nämlich tierisch Hunger. So. Und der Papa kann sich mal hinsetzen und Fernsehen gucken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit... Das setzt dich. Ich weiß nicht, was die für Probleme mit dem Fernsehen haben. Fernsehen. Also, sie müssen sich scheinbar immer erst hinsetzen. Ja. Sehr schön. Und was machst du so lang? Was willst du denn jetzt wieder von Papa? Felix folgen. Okay, folge ihm. Und hat Felix Spaß? Ja. Irgendwie. Kannst du auch mal umschalten auf Nachrichten? Komm. Ah, Kinder, ehrlich. Ich werde hier noch verrückt. So, das sieht schon besser aus. Sehr schön. Okay, dann machst du da aus, wirfst das weg und kannst dir vielleicht mal... Ja, noch kurz was zum Essen, Mann. Wie wär's mit einem schönen Salat? Das ist gut. Der Kleine ist, ja, gut gelaunt, super gut drauf. Könnte ein Bad gebrauchen, aber sonst geht's. Alles perfekt hier und sowas von schlau. Ja, gell? Ja, alles schön. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Oh, die Mama. Oh ja, 0 Uhr und dann wacht die langsam auf. Ja. Aber noch schläft sie. Dann lassen wir sie ausschlafen. Gell? Ja, und dann gucken wir mal, dass die Mama endlich was bekommt, womit sie irgendwas anfangen kann. Wir können natürlich hier auch übernehmen. Wir fangen klein an. Jam, jam, jam. So, und du brauchst Freunde, sehe ich da. Wann musst du eigentlich wieder arbeiten? Um 8 wirst du schon wieder geholt. Das ist ja nicht mehr lange hin. Nee, ich pack dich trotzdem erst ins Bett. Freunde hin, die kannst du dir später noch. Nächsten Tag, morgen, wie auch immer. Weil den Kleinen ins Bett legen bringt jetzt nichts, der ist noch nicht müde genug. Außerdem wird ja Elise gleich wach. Was ist? Macht's keinen Spaß mehr. Hättest du hier lieber eine Spielkiste? Hm? Du? Oder schmecken die Klötzchen jetzt nicht so gut, weil du da von dem Schoki genascht hast? Aber wenigstens kommt nicht mehr dauernd, dass er wirr im Kopf ist. Ich hoffe, ich habe das Problem damit jetzt echt gelöst. So. Elise, es hilft ja alles nichts, aber du musst langsam aufstehen. Oder beschleunigen wir mal kurz. Mal gucken, wie lange die noch schlafen würde. Ui. Hallo. Aha. Die schläft ja noch voll lang. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen weiter.
La 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 la. Hopp. Genug. Okay. Langschläfer vom Dienst. Dann hör mal bitte auf zu spielen. Und komm mal aufs Töpfchen. Und die Mama werden wir mal wecken. Aber wie ist das mit der Hygiene? Die geht noch. Weil die musste ich gleich ins Bett bringen. Das hat so keinen Sinn. So, du gehst auch mal aufs Töpfchen. Ich höre es tropfen. Irgendwas tropft. Hände waschen. La 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 la. So, hast du mal irgendwelche gescheiten Wünsche? Nein. Ach, ehrlich, solche Laufbahnen liebe ich gar nicht. Ich weiß, warum ich auf Familie stehe. Die haben immer ordentliche Wünsche. So, dann kannst du mal mit ihm reden und spielen und knuddeln. Und ihn ins Bett packen. Zack. Oh, jetzt. Ach, geredet werden will nicht, oder wie? Na gut, egal. Mir auch recht. Dann hol den mal da ab. Und hier keine Sachen naschen, die nicht für dich sind, ne? Die Mama läuft durchs Kind. Ja, und hin und her und hinsetzen. Und überhaupt. Ja, und dann geht's dem Kind schon wieder gut. Hm. Mal knuddeln angesagt. Jawoll. Er hat ja heute Geburtstag, ne, oder? Ne, in 2 Tagen erst, okay. Ach, ich hab schon gedacht. Ja, so schnell geht die Zeit wieder rum. So, dann bring ihn hin. Leg ihn nieder. Unseren kleinen Wirren. Ich hoffe, er schläft jetzt auch. Ach, das war der Schlafanzug immer. Okay. So, gute Nacht. Schlaf schön. So, mal gucken. Fällt da um? Kannst ihn zudecken. Diesmal schläft er wirklich. Und dann haben wir irgendwo hier schön dieses Müsli-Zeugs. Nimmst du erstmal hier die Schüssel. Und kannst essen. Und wie war das? Sie müsste heute auch arbeiten. Okay, sie hat noch 2 Urlaubstage. Ja, das bringt eh nichts. Na gut. So, und diesmal schläft er auch richtig, ohne wir im Kopf zu sein. Fein. Ach ja. Dann wollen wir mal gucken. Erstmal. Bisschen schneller. Auch schon wieder satt. Gut, dann räum ab. Genau. Aber das hat ja nicht satt genug gemacht. Da brauchst du noch Nachschub. Ab. Kannst du dir gleich noch eine Portion nehmen. Weil für das, was ich mit dir vorhab, musst du satt sein. Wäre jedenfalls irgendwie sinnvoll. Und noch eine Schüssel nehmen. Ja, genau. So, der Papa ist auch noch schön am Schlafen. Oh, stopp. Genug geschlafen, würde ich sagen. Du gehst schnell mal benutzen und duschen. Ach Gott, nee. Ach, duschen muss er ja gar nicht. Das sind die Freunde, die hier so mies drauf sind. Ah. Okay, vielleicht mal gucken, ob dein Kind bis dahin wieder wach ist. Dann kannst du dir da die Freundschaft holen. Na, obwohl der Manuel wird noch eine Weile schlafen. Dann würde ich sagen, unterhalten, Witz erzählen. Spielen, kitzeln, reden, tratschen. Mach mal die ganz normalen Dinge mit deiner Frau. Damit kriegst du Freunde, das glaubst du nicht. Ja, das lass jetzt mal stehen. Dein Mann kommt. Oh, und ich sehe was. Sag mal, hatten wir dich nicht irgendwie mal trainieren geschickt? Jetzt lass doch mal den Mist stehen, wenn dein Mann mal was von dir will. Der braucht dringend Freunde.
Siepret, oh, Havre, sie. Der hat aber auch blöde Wünsche. Richard anrufen, um zu plaudern, ein Auto kaufen. Ja, ihr habt alle nur so dumme Wünsche. Ja, doch. Was? Dann red halt mit ihr. Gott, nee. Red noch ein bisschen. Komm, schwatz noch ein bisschen. Na also, geht doch. Ja. So, und auf der Arbeit triffst du ja Kollegen. Also ich denk mal, ne? Hallo. So. Zu dir. Anrufen. Arbeit. Job kündigen. Wir haben keine Zeit dafür. Gubla, na schnabowe. Jep. Abspülen. Und dann brauchst du Spaß. Okay. Kannst erstmal wieder Fernsehen gucken gehen. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten muss ich dich halt erst wieder hinsetzen. Mir auch egal. So, mal gucken, ob es jetzt klappt, ob es kapiert hat, dass er sitzen soll. Ich glaube es echt nicht mehr. Habt ihr solche Sachen auch? Also ich hatte das sonst nie. Normal sagt man Fernsehen und die hocken sich hin und machen das Ding an. Also, ja, ne? So, gucken wir mal, was Manuel macht, ob der... Oh, ja. Gut. Das war's mit Fernsehen. Das hatten wir dann, ne? Also dann mal mit Manuel reden. Mit Manuel spielen, kitzel ihn mal und knuddeln und Küsschen. Ach, Leute, ehrlich. Da denkt man, man hat mal kurz Ruhe. Mhm. Okay, der kleine Mann braucht ein Bad. So wie du eigentlich eine Dusche brauchst. Aber gut, dann geh Manuel baden. Ja, und runter mit dir, hopp. Ja, so Kinder müssen auch ab und zu mal gebadet werden. Gil? Na du? Hab ich schön, ja. Das macht Spaß. Ja. Schrupp, schrupp, schrupp. Alles wieder sauber. Supi. Und nochmal knuddeln. Und dann gibst du ihm das Fläschchen. Ich glaube, er hat noch Hunger. Und dann kannst du dich um dich selbst kümmern. Ich komme hier zu nichts. Es ist grausam. Vielleicht sollten wir bedenken, demnächst ein Kindermädchen einzustellen, damit ich mit dieser Elise auch mal was machen kann. Ohne dass immer gleich ihre Bedürfnisse im Keller sind. So, du gehst jetzt mal nach oben. Säubern. Benutzen. Säubern. Duschen. Und wir gucken nochmal den Kleinen an, wie er hier schön seine Milch getrunken hat. Gut, aufs Töpfchen geht. Ich mach mal wieder einen Break. Und hoffe, dass ich in der nächsten Folge endlich zu dem komme, was ich die ganze Zeit schon machen will. Aber ihr seht ja selber, Familienchaos, ne? Okay, bis dann, macht's gut, tschüss!